Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich riesig, dass ihr zu meinem neuen Pokémon Unite Video gefunden habt. Nachdem ich im letzten Video endlich auf den Master Rang angekommen bin, gibt es diesmal ein bisschen entspannteres Gameplay. Ich spiele zwei Quick Matches und versuche mich mit Quajutsu. Los geht's! So, wir spielen jetzt hier mal ein erstes Quick Match und was ist hier los? Meine Verbündeten pennen alle. Mal schauen, wie das ausgeht. Das kann ja jetzt nur eine Katastrophe werden, wenn die schon alle pennen und dann auch noch alle auf dieselbe Lane gehen. Alles klar, weißt du Bescheid. Gut, ich spiele jetzt hier diesmal Quajutsu, beziehungsweise aktuell sind wir noch Froxy. Den spiele ich gerade irgendwann, weil ich so ein bisschen trainieren möchte. Ich möchte ein bisschen besser mit ihm werden, weil ich will ihn auf jeden Fall auch irgendwann vielleicht mal im Ranked spielen. Aber da fehlen mir auf jeden Fall auch noch die Tokens, die man ja braucht, um die Items zu verbessern. Item Enhancer heißt die, glaube ich. Genau, Item Enhancer. Und was macht das Glumanda hier? Einmal Todesparty. Gut, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was damit in Verbinden los ist. Die scheinen irgendwie gerade ihr Gehirn vergessen zu haben. Das sollte man jetzt nicht zu laut sagen, sonst verlieren wir es jetzt grausamst. Aber irgendwie ist das Glumanda gut drauf. Und das Pikachu weiß auch genau, was es tut. Gut, das läuft ja ganz gut. Damit bin ich ganz zufrieden bisher. Auf jeden Fall, das mag ich ja eigentlich auch nicht an den Matches, dass die so fucking unbalanced sind. Wenn hier einmal einer anfängt zu feeden, ist verloren. Und zwar richtig krass verloren. Keine Chancen. Ah, das sieht doch gerade hier gar nicht so schlecht aus. Müssen wir jetzt ja mal das Ding down kriegen, das geht ja so nicht. Haben wir den bekommen? Jawohl, den haben wir bekommen. Okay, ich habe hier so ein bisschen Probleme, mich aufs Spiel zu konzentrieren und zu zocken. Aber das kriegen wir schon hin. Zack, einmal schön gepunktet. Sehr nice. Aber ich weiß gerade nicht, was mit diesem Team hier los ist. Die sind irgendwie die Gegner. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die spielen zum ersten Mal. Also ich habe hier echt schon... Oh, das war bad. Das muss ich noch ein bisschen üben, den Surf hier richtig einzusetzen. Wie ist das bei euch so? Habt ihr schon ein paar Mal Quajutsu ausprobiert? Wie steht ihr dazu? Ich finde den Surf richtig zu timen ist gar nicht so einfach. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Aber ich auch mag bei den Quick Badges. Zack, 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 zack. Dann kann man die schön alle runterfahren einmal. Und... okay, gegen 4 sollte ich dann doch nicht gehen. Leute, schnell in die Mitte, ihr müsst ihn kriegen. Und die Gegner haben ihn bekommen. Nein! Nein, wieso haben die Gegner ihn bekommen? Okay. Jetzt wieder voll rein, aber ansonsten läuft das Spiel ja gerade ganz gut. Ich denke mal, wir haben eine schöne Punkteführung. Auf jeden Fall haben wir eine gute EP-Führung, gehe ich davon aus. Und ich versuche jetzt mal noch ein bisschen was mit Quajutsu zu regeln. Wir sind immerhin schon fast Level 15, das ist nice. Aber die Gegner könnten jetzt ganz gut aufholen. Zack, 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 zack. Oh, verkackt. Übel versemmelt, das war gar nicht gut. Zack, 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 zack. Sehr schön. Und jetzt holen wir uns auch das Glurak. Zack, 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 zack. Und jetzt den großen Boy. Zack, 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 zack. Oh, hat er mich hier unterbrochen. Krieg ich ihn klein? Oder ich würde ihn gerne auf jeden Fall klein kriegen, weil ich brauche ihn... für eine Quest. Das hat
klappt, würde ich mal behaupten. Und jetzt punkten wir nochmal ganz dezent und holen uns noch das Glurak. Kriegen wir das noch, zack, 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 zack. Und noch den Surf, sehr nice. Oh, das war's, hier ist kein Gegner mehr. Wir können aber für 13 Punkten, zack, 26 Punkte. Gut, das war mal ein ganz schönes erstes Match. Schön schnell und wir hatten Gegner, die haben irgendwie nicht ganz gewusst, wie es funktioniert. Es tut mir sehr leid. Sorry dafür. Und MVP, sehr nice. Dafür mag ich auch die Quick Match, um MVP zu werden. Das klappt hier ganz gut. Einfach ein Charakter wie Kwajutsu oder Liberlo nehmen, dann kriegt man relativ einfach den MVP. So, und dann spielen wir jetzt noch ein zweites schnelles Quick Battle. Und zwar wieder mit Kwajutsu. Weil ich möchte hier meine Skills noch so ein bisschen verbessern, den Surfer richtig einzusetzen. Weil das ist echt ein bisschen schwierig, finde ich. Und das ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Sieg, die richtig einzusetzen. Die Attacken. Wie sollte es auch anders sein? Und diesmal haben wir auch einen Shiggy dabei. Sehr cool. Das ist ja auch erst vor sehr kurzem erschienen. Ich weiß noch nicht genau, was man so zu dem Turtok sagen soll, aber es wirkt auf mich auf jeden Fall, als ob es ein sehr, sehr stronger Charakter ist. Bisher die Turtoks, die ich gesehen habe, haben fast immer übel rasiert. Bumm. Okay. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr spannend, die Turtok-Geschichte. Wird auf jeden Fall essentiell sein in Zukunft, weil Turtok ist echt ein stronger Charakter, der echt gut Schaden austeilt und trotzdem dabei noch ziemlich tanky ist und einen guten CC hat, das muss man ja auch sagen. Also alles im Allen ein verdammt guter und interessanter Charakter. Na, hier will mich einer töten. Haha, so aber nicht mit mir, mein Lieber. Das habe ich doch gerade noch so gut geregelt. So, wie schaut es mir aus? Den Big Boy, den wollen wir eigentlich besiegen. Okay, so wird das nix. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Leben. Da sind wir ein bisschen hinterher. Und den Boy können wir eigentlich auch mal versuchen zu töten. Das ist, sehen wir hier, wie viel Schaden das Shilock schon macht. Das ist echt insane. Oh, die sind alle auf einem Fleck, unsere Gegner. Ich habe meinen Surfer versemmelt, das habt ihr bestimmt gesehen. Jetzt hat Surfer besser geklappt. Ja, wir können eigentlich mal gucken, dass wir den Midboy hier besiegen. Weil ich den ziemlich sicher nicht solo schaffe. Aber ich versuche mal mein Bestes hier. Weil die Quest steht noch aus. Einmal muss ich ihn noch besiegen. Wir müssen ihn, glaube ich, dreimal für die Quest besiegen. Na toll. Was ist denn das? Warum kann der seine Ult in meine Ult rein einsetzen? Das ist ja sowas von unfair. Ja gut, Liberlo, räum alle auf, töte alle. Ich weiß nicht, wenn die den jetzt besiegen, zählt das, dass ich den auch besiegt habe, weil ich mitgekämpft habe? Ich weiß es nicht, ob das jetzt für die Quest langt, dass ich die jetzt auch abgeschlossen habe. Ich hoffe es. Nun fange ich hier an zu weinen. Nisch, okay. So, den holen wir uns noch. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Puh, das hat gerade so gelangt. Wir surfen nicht so wie beabsichtigt, weil... So, wir gehen mal schnell punkten. Hallo Jungs. Zack, bumm. Okay, so wird das nix. Einmal... Oh, hier liegt ja ganz viel Punkte rum. Das sind, glaube ich, die von mir als gestorben. Zack, 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 zack. Einmal wieder voller Leben und ab geht die Post. Wir können noch ein bisschen... Oh, da ist ein Gegner. Den nehmen wir doch auch. Zack. Das ist schon ein bisschen knifflig hier.
Jawoll. Und kriegen wir den 30er durch. Jetzt kriegt kein Gegner. Sehr nice. 60er sogar. So, komm, jetzt holen wir uns noch einmal den in der Mitte. Den Big Boy. Mal schauen, ob ich wieder diesmal so Phänomenales versemme. Ich will den für die Quest. Ah, jetzt haben wir ihn aber auf jeden Fall bekommen. Sehr, sehr nice. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Vogel muss sterben. So, und der muss auch sterben. So, noch einen Punkt nach Hause bringen, zack. Den nehmen wir auch noch mit. Auf den holen wir uns auch noch, zack. Nein, nicht. Okay, 557. So sind die Quick Battles doch ganz nice. Ich mag die echt. So schnelle Runde und man kriegt dafür ja auch täglich Punkte geschenkt durch diese Quests, die es da gibt. MVP hat nicht gelangt, aber ich war auch nicht so gut, wobei die meisten Kills, aber das mit Quajutsu auch nicht so schwer. Gut, und das war's dann mal mit Quick Battles. So, das waren zwei schöne Quick Battles. Ich hoffe, euch haben die Quick Matches auch Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Quick Matches oder lieber nur Standardkämpfe schauen wollt und auch ob Ranked oder nicht Ranked. Ich spiele die Quick gerne, um mit einem Charakter besser im Handling zu werden. Lasst noch ein Like da und vergesst auf keinen Fall zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.